Feuer und Wasser. Okay, Rock Raider, bereit für einen weiteren Einsatz? Wir haben unser Rock Raider Headquarter am Ufer eines großen unterirdischen Sees errichtet. Geologische Untersuchungen haben ergeben, dass diese Gegend reich ist an Erz- und Energiekristallen. Andererseits haben sie aber auch ergeben, dass sich ein Lavastrom unserer Basis nähert. Du musst schnell handeln, um den Lavafluss zu stoppen und den Abbau voranzutreiben. Setze über den See und baue Energiekristalle und Erz ab. Sobald wir 35 Energiekristalle gesammelt haben, können wir die Basis evakuieren und euch in eine sicherere Höhle umsiedeln. Ja, nun gut, da sind wir natürlich etwas im Zugzwang und müssen handeln. Was ich aber dann auch nicht so ganz verstehe, warum sie nicht gleich die Basis auf die richtige Seite des Flusses teleportiert haben. Aber naja, was soll's, ne? So, das lassen wir jetzt erstmal. Das machen wir. Ach ne, Moment. Das muss anbleiben. Das können wir erhöhen. Na. Jetzt richtig? Ja, jetzt habe ich richtig. So, wir fangen erstmal an und reißen hier die ganzen Wände ein. Wir müssen aufpassen, weil dieses Lava-Ding hier sich da so durchfrisst. Dementsprechend werde ich jetzt hier auch erstmal das Ganze. Der war knapp. Das Ganze abrauben, wegmachen lassen und baue sofort Stromverbindungen hin. Weil die halten das nämlich noch zurück. Und die Map kann man mal sicherheitshalber offen lassen. Oh wei. Fängt schon an. Ja, wie ihr wahrscheinlich eh alle mitbekommen habt, gibt's auf YouTube neue Richtlinien. Ich muss sagen, Gronkh hat dazu eine ziemlich schöne Erklärung gemacht. Beziehungsweise LeFloid auch. Könnt ihr mal bei denen auf dem Channel gucken. Die werden sich bestimmt freuen, dass ihr mal vorbeigeschaut habt. Und euch da auf jeden Fall mal informieren, was denn jetzt nur abgeht. Anscheinend wollen die das nicht reparieren. Ei, es könnte. Ja, könnte etwas knapp werden. Man darf jetzt nicht mehr fluchen. Ha, hat geklappt. Finde ich gut. So. Beziehungsweise fluchen kann man schon noch, aber. Naja. Wir machen es mal lieber nicht. Ja, im Grunde genommen können wir hier in dieser Höhle alles einreißen. Also zumindest auf der Seite, wo wir momentan festsitzen. Denn wir müssen sowieso auf die andere Seite wechseln und dort dann unser Headquarters neu aufbauen. Hier drüben finden wir leider nicht genügend Energiekristalle oder Erz, um das zu realisieren. Ich baue mal schnell noch die notwendigen Gebäude, dass wir dann auch Luft haben. Die Jungs sind schon fleißig dabei, zumindest zum Erz sammeln, Energiekristalle sammeln. Wir haben genug, um die benötigten Gebäude zu bauen. Äh,
Erfahrungsgemäß war diese Mission eigentlich immer relativ zeitintensiv. Drei brauchen wir noch. Und damit haben wir das auf jeden Fall das schon mal erledigt. Das Kraftwerk können wir hier herstellen. Bin mir nicht sicher, ob es Schaden nimmt, wenn da ein Gebäude steht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob diese Stromverbindung sich auflösen würde, wenn sich das die Lava da durchfrisst. Ehrlich gesagt möchte ich das auch nicht rausfinden. Ich bin einfach mal so ambitioniert und verhindere, dass die Lava sich so weit ausbreitet. Momentan läuft es ja alles recht gut für uns. Ja, bis auf den einen Erzbrocken, den sie mal wieder mitten im Gebäude haben liegen lassen. Man sieht ihn nicht mehr. Man sieht ihn nur nicht mehr. Ist ja. Naja. So, der nächste. Schade eigentlich, dass die 5 Erzbrocken jetzt nicht schon zählen. Wäre schon ziemlich nice, ja. Von 15, 12, 13, fertig, wunderbar. Damit haben wir das schon mal erledigt und haben unsere Luftversorgung bereitgestellt. Ich habe mal wieder meine Original-CD im Laufwerk, heißt das, es bleibt hin und wieder mal kurz hängen, wenn der Track wechselt. Ich werde die Jungs jetzt erstmal das Erz einsammeln lassen, möchte aber noch zwei kleine Transporter runterbeamen, da diese beim Erzsammeln sehr, sehr hilfreich sind. Fürs Gebäudebauen nicht so, aber fürs Erzeinsammeln definitiv. Und dann können wir eigentlich schon weitermachen und die Höhle weiter abbauen. Ja, dieses Gameplay hier, oder beziehungsweise der Teil hier, wird wieder mit der Standardversion aufgenommen, nicht im hohen Modus, da ich denke, ihr habt vom hohen Modus schon einiges gehört, gesehen, wie auch immer. Ich denke, da kann man das hier dann auch ohne machen. Wir haben wieder eine Leckage, die wir natürlich sofort reparieren. Und dann läuft die Geschichte hier super ohne Probleme. Gut. Bin mir nicht sicher, was passiert, wenn wir auf die andere Seite gehen und der Lavastrom sich langsam
Richtung Wasser vorfrisst. Mich hat schon die ganze Zeit eigentlich interessiert, was passiert, wenn Lava auf Wasser trifft. Habe ich leider noch nie komplett rausgefunden, aber das könnt ihr ja selber testen. Ihr müsst nur recht lange hier rumsitzen und warten eigentlich. Nein, du sammelst die wieder ein. Ja, gut. Wie gesagt, die Transporter sind nicht geeignet für die... für diese Sache. Dementsprechend funktioniert natürlich unsere Versorgungsstation nicht mehr. Na, bleibst du da? Gut, jetzt aber. Die sammeln fröhlich alles ein, das ist schön. Das sollte das letzte Abraumgestein hier sein und dann können wir in die andere Richtung vordrücken. Gut, das war's gewesen. Jetzt machen wir uns auf die andere Seite. Sammeln darf da noch alles ein. Auf ein, oben, unten, links, rechts. Ui, ja, boah, du kleiner Lego-Mensch, du. Gut, hier drüben gibt's nichts weiter, das ist dann... nicht mehr relevant für uns. Das ist jetzt noch wichtig. Und wichtig ist vor allen Dingen, dass wir jetzt noch die Docks bauen, da wir damit dann auf die andere Seite wechseln können. Ich hoffe nur, dass die kleinen Transporter das jetzt nicht total vermasseln. Ich glaube schon, dass sie das tun. Wir haben noch jede Menge Abraum vor uns. Und sie haben es vermasselt. Wie ich gesagt habe, normalerweise müsste das Gebäude jetzt nach unten kommen, aber es tut es nicht. Sammelt er das freiwillig wieder ein, wenn man ihn hinschickt? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, wunderbar. Nun gut, wir brauchen einen Rapid Rider. Und schicken da einen Rogue Rider hinein. Ich weiß gar nicht, kann man... Oh, da war noch gar nicht... Der war noch gar nicht ausgebildet. Okay. Schicken ihn hier rüber. Und lassen ihn selbstverständlich aussteigen. Jetzt müssen wir ihn was anbohren lassen und eine Stromverbindung bauen, da das sonst etwas schwierig wird mit dem Runterteleportieren einer Versorgungsstation. Quatsch, einer Bauhütte. Ich werde auch alle Gebäude von hier nach drüben ziehen. Wir haben wieder einen Geräuschbug. Wie man hört, bohrt der Kleine noch vor sich hin. Wenn der soweit ist, können wir auch die Bauhütte runter teleportieren. Wunderbar. Wir lassen den natürlich auch weiter basteln.
Warum auch immer er jetzt nichts mehr tut. Aber wir können ja die ganzen Jungs hier mal auf einen Fleck versammeln. Ich glaube, das ist sogar schon so. Gut, die kleinen Transporter, die kommen jetzt erstmal weg. Und sie reparieren halt nicht. Ich weiß nicht warum. Oh. Automatisches Spieltempo ist aus. An. So, jetzt. Jetzt darfst du dich aber beeilen, mein Freund. Wunderbar. Noch besser. So, die machen ihren Job jetzt. Das heißt, ich schalte die hier aus. Vielleicht hat unser Kleiner da drüben... Ja, wunderbar. Na gut, wir lassen dich mal was essen. Damit du auch was arbeiten kannst. Ja, nun gut, der wird wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Aber wir können die Bauhütte erstmal weg teleportieren. Der treibt dann trotzdem nichts mehr. Das heißt, die Raider kommen auf FAT. Die ist ausgeschaltet, das ist gut. Das heißt, wir können jetzt da drüben... ...5 weitere runter teleportieren, die sich um den Aufbau der Basis kümmert. Sollte relativ schnell und simpel gehen. Wir haben genug Ressourcen dafür. Dementsprechend stellen wir gleich alle Gebäude hin, die wir benötigen. Oh, geht ja nicht. Fehlt noch. Wir müssen uns halt jetzt beeilen, da der Lavastrom ja immer noch gefährlich nahe kommt. Na komm, ein Netzblock brauche ich noch. Wunderbar, jetzt dürften die beide gleichzeitig... cool. Beide gleichzeitig teleportiert werden. Gut, das wäre dann erledigt. Das bedeutet, wir brauchen jetzt noch hier welche. Dazu müssten wir aber hier drüben mal die Teleportplattform noch deaktivieren. Halt. Off. Okay, gut. Das muss weg. Das muss weg. Und dann sollen die sammeln. Ach ja, können sie ja gar nicht. Aha, wie denn auch. So, dann ziehen wir die noch her. Das Erz ist nicht so unbedingt wichtig. Das bedeutet,
Aber nicht, dass wir das da liegen lassen müssen. Weil der Kerl hier eigentlich mal den Energiekristall hier aufsammeln könnte. Wenn ich ihn erwischen würde, anscheinend nicht. Okay. Dann schicken wir ihn hier so hin, er müsste ihn dann von selbst aufheben. Ja, er tut es auch. Wunderbar. Ich werde auch das Kraftwerk wegteleportieren. Das brauchen wir ebenfalls nicht mehr. Was tut er denn? Gut, eigentlich sollte der jetzt mal was aufsammeln, aber er rennt nur völlig verrückt durch die Gegend. Die können wir auch wegteleportieren. So. Jetzt können wir hier wieder die Docks bauen. Wenn die beiden da drüben das ganze Zeug einsammeln und wir das, also den Rapid Rider hier wieder wegteleportieren können. Den benötigen wir nämlich nicht mehr. Irgendwann machen die das auch von selber. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, oder auch nicht. Gebäude bauen ist schon ganz oben, ja. Na gut, am besten ist eigentlich, wir trennen uns von denen hier. Wie gesagt, das Erz, das brauchen wir nicht mehr. Das ist nicht wichtig. Aber das ganze andere Zeug bräuchten wir halt noch. Und sie tun, wie ihnen geheißen. Das ist doch schon mal schön. Das ist auch cool, er kann über Wasser laufen. Er ist Jesus. So, und weg damit. Das bedeutet, wir können eine Aufrüstungswerkstatt bauen. Und ich möchte mir Platz schaffen, um einen Superteleporter runter zu teleportieren. Da wir dann mit dem Chrome Crusher Power Bohrer und dem Loader Dozer Schaufellader alles ganz einfach und unkompliziert hier wegbauen können. Wegbauen, abbauen, wie auch immer. Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, geht weg. Sie tun es halt trotzdem. So, dann, hallo, achso, weiter im Text. Wir haben genug Erz, um alles aufzurüsten, das ist kein Problem, die Docks brauchen wir nicht mehr, die können wieder weg. Sechs Erzbrocken brauchen wir noch. Und da kommen wesentlich mehr als sechs. Okay.
Wie gesagt, die kleinen Transporter sind dafür nicht geeignet. Aber aufrüsten werde ich den jetzt hier mal. So, wir haben zu wenig Erz. Alles klar. Gut. Akzeptiert. Aufrüsten nicht vergessen. Dann den hier. Und, ach, ich riskiere es einfach mal, den hier. Anscheinend haben wir doch zu wenig Energiekristalle. Oder der Chrome Crusher ist einfach nur noch im Weg. Ja, anscheinend war das so. Dann können wir jetzt aber trotzdem mal Platz schaffen. Eigentlich sollte der Motor aufrüsten gehen. Aber das dauert anscheinend noch etwas. Ja, jetzt. So, wir können nochmal hochgucken. Na, sehr weit hat sich das noch nicht durchgefressen. Na gut. Ich dachte, ich hätte den richtigen erwischt. Gut, somit sollten wir genug Erz zusammen haben, um den Chrome Crusher aufzurüsten. Der Loader Dozer braucht, glaube ich, kein Radar. Das ist, glaube ich, überflüssig. Es sind so viele Rock Raider da, die als Geologen ausgebildet sind. Aber Bohrkraft kann er noch haben, der Chrome Crusher. Wunderbar. Was kann man bei dem noch? Frachtraum. Gut, Frachtraum glaube ich nicht, dass das funktioniert bei dem, weil der eh nichts einsammelt. Zumindest hat er das bei mir noch nie gemacht. Hier sollten wir dann jetzt auch nicht mehr allzu viel finden. Es gab einen Erdrutsch. Gleich nicht mehr. Und tschüss. Das heißt, wir bohren uns mal hier durch. Weil eingesammelt sollte das relativ schnell sein, alles. Aber warte mal. Wir haben noch einen kleinen Transporter, der nicht aufgerüstet ist. Dem verpasse ich ein Radar.
Und den Frachtraum natürlich auch. Das war es dann wohl gewesen. Aber es könnte sein, dass da hinten Energiekristalle liegen. Ja, wunderbar. Hier drüben liegt noch Erz. Na gut, lassen wir das erstmal liegen. Zwei kleine Transporter können wir uns noch leisten. Unser Fahrer sollte eigentlich gleich kommen. Und da kommt er auch schon. Hat sich vorher noch mal was zu essen gegönnt. Kann ich auch verstehen. Ups. Radar. Frachtraum. Wow. So, dann den nächsten. Den rüsten wir auch auf. Nein! Komm wieder zurück! Alter, ist ja schnell. No, ach Mann. Oh. Du kommst jetzt her. So. Jetzt habe ich dich, mein Freund. So nicht, Kollege. So nicht. Aber jetzt. Wunderbar. So, die Map brauchen wir jetzt aktuell noch nicht mehr. Können wir eigentlich da hinten auch wieder rausholen. Ein Erzbrocken da, der ist gerade eingesammelt worden. Da liegt noch einer, da liegt noch ein bisschen was in der Gegend rum. Sieht gut aus, lass mal so. So, dann weiter im Text. Werde ich noch nicht anbohren. Aber dafür alles andere. Jetzt können wir die Karte wiederholen. Das würde mich jetzt doch etwas interessieren, was denn hier hinten noch so alles rum existiert. Oh, wir könnten eigentlich noch da hochbauen. Machen wir das doch einfach mal, würde ich sagen. Unser Chromie kommt. Und weiter geht's. Let's rock and roll. Haha, was mit. Entschuldigung. Achso, das war's dann da hinten. Okay. Ich rock jetzt da hier einfach mal ganz gepflegt durch, würde ich sagen. Dann geht das alles ein bisschen zügiger. So, dann rücken wir den mal ein bisschen auf die Seite. Ein paar derer welcher
möchte ich mir noch holen, dass das mit dem Abraumgestein entfernen etwas fixer geht. Ist nur die Frage, wo unsere Fahrer rumgeistern. Da ist er auch schon. So, den Motor. Der Motor bekommt ein Upgrade. Das gleiche wird mit den anderen beiden auch passieren, vorausgesetzt es kommt mal ein Raider, der als Fahrer geeignet ist. Normalerweise habe ich das immer komplett ausgerüstet, also mit Scanner ohne Frachtraum, weil ich gemerkt habe, der sammelt eh nichts ein. Das habe ich dann weggelassen. Aber den Scanner, wie gesagt, brauchen wir glaube ich nicht. Das wäre Verschwendung. Da wir tonnenweise an Geologen da haben, die ordentlich die Umgebung scannen. Nun gut. Wir haben genug Fahrzeuge, alle sammeln fleißig Sachen ein, irgendwie aber nicht alle anscheinend. Er sollte eigentlich den Energiekristall aufsammeln. Tut er aber nicht. Auch nicht schlecht. Tut irgendwie allgemein nichts mehr. Ah, das würde er jetzt erklären. Er hat nämlich Hunger. Warum die alle das Erz einsammeln und nicht die Kristalle, das verstehe ich jetzt auch irgendwie nicht so ganz. Der macht auch nichts mehr, da werde ich... Hoppla. Auch zwei neue Fahrer holen. Liegt eigentlich noch tonnenweise Zeug in der Gegend rum, aber wir wollen partout das nicht aufsammeln. Warum immer auch immer so einer daherkommt, der irgendwie was futt... Was macht denn der? Hab ich doch gerade gemacht. So, mein Freund, jetzt hoch da und den Energiekristall eingesammelt, sonst kriege ich Herpes. Na also, es funktioniert doch. Dass man sie zu ihrem Glück jedes Mal aber auch zwingen muss. Wahnsinn. Ist hier und nicht woanders. Moment, du steigst da wieder ein. Wunderbar. So muss das. Das bedeutet, weiter im Text, wir bohren die nächsten Wände an. Ich denke mal, dadurch sollten wir zu 100% unsere Energiekristallmenge erfüllen, um diese Mission abschließen zu können dann.
Das ist ein Gewusel von Fahrzeugen, das ist der Wahnsinn. Chaos und Unruhe. Na, wo will denn der hin immer zu? Der hat keine Lust mehr zu arbeiten. Ich glaube, der hat auch Hunger. Ist mir jetzt aber ehrlich gesagt völlig egal. Ist halt dastehen, sich prügeln um diesen. Um dieses Abraumgestein. Ich glaube, zwei davon können wir wegteleportieren. Das ist sonst zu viel. Wie ihr seht, ist das auch schon völlig ausreichend, was wir haben. So, ich möchte nochmal hier gucken. Oh ja, also unsere Base stand mal hier in dem Bereich. Also das ist jetzt auch weg. Und es wird nicht mehr allzu lange dauern, dann trifft das hier unten auf das Wasser. Ich würde einfach vorschlagen, ich mache ab hier einen Cut und überblende einfach. Dann, wenn es soweit ist und ihr dazu gucken könnt, wie das dann ausschaut. Okay. Nun gut, wir warten. Gut, ich glaube, die würde sich jetzt nur noch hier rüber ein Stück fressen. Aber den Teil hier, wie man erkennen kann, den ignoriert sie total. Es hätte sich mindestens jetzt irgendwann mal was sehen lassen müssen hier auf der Seite. Aber anscheinend geht das dann nicht. Da haben die Programmierer dann eine Grenze einprogrammiert. Schade eigentlich, mich hätte das wirklich mal interessiert, was denn passiert, wenn die Lava hier auf das Wasser trifft. Ich lasse es jetzt aber trotzdem mal offen. Wer weiß, vielleicht kommt ja doch noch was. Ich habe übrigens hier noch zwei Chrome Crusher runter teleportiert, um meine Energiekristalle etwas niedrig zu halten. Nicht, dass wir nach der letzten Session jetzt komplett fertig sind. Aber ich sehe schon, anscheinend werden hier die Energiekristalle auch nicht mehr eingesammelt. Aufgrund dessen, weil keiner mehr in der Gegend rumfährt. Gut, diese Übersicht können wir jetzt auch wieder ausschalten. Nee, der nimmt den nicht mehr auf. Gut, das bedeutet wohl, wir, oder vielmehr ich, ziehe die wieder darüber und teleportiere die einfach instant nach oben. Dann sind auf jeden Fall genug Energiekristalle da. Wobei, da sammelt wieder einer fleißig. Scheint so, als müsste man die mit Futter versorgen, dass die wieder was tun. Aha. Oder auch nicht.
Okay. Anscheinend nicht. Nun gut, das ist natürlich ein Problem und dem werde ich jetzt einfach mal so nachhelfen. Und das sollte uns ein paar Energiekristalle verschaffen, um das Level jetzt zu beenden. Und damit wären wir auch fertig. Wie gesagt, leider hat es nicht so richtig geklappt, aber nun gut. Du hast es geschafft, alle Heil rauszubringen und die 35 Energiekristalle mitzubringen. Saubere Arbeit, Auftrag erfüllt. Gut, das bedeutet, wir haben den ganzen Auftrag mit einer Punktzahl von 89% abgeschlossen. Das finde ich gar nicht so schlecht, dafür, dass wir die ganze Höhle nicht abgebaut haben. Und damit gehen wir zur nächsten Mission. Und ich mag diese Mission nicht. Naja, gut. Was muss, das muss.